Okay, let's go. Als ich ungefähr 6 Jahre alt war, dachte ich, dass jedes einzelne Auto einen Vierzylindermotor hatte. Ach, wie naiv ich damals war. Und als ich dann erfahren habe, dass unser Dodge Ram Pickup Truck einen V8 hatte, ist meine Welt zusammengebrochen. Oh mein Gott, ich habe nicht geglaubt, was ich da hören würde. Aber tatsächlich gibt es so viele mehr Motoren, die jemals in Straßenautos verbaut wurden. Aber Jochen, sicherlich wäre keiner dumm genug, alle Motorentypen, die jemals in einem Auto waren, aufzuzählen in einer großen Liste plus Beispiele. Doch, und zwar ich, und genau das machen wir jetzt. Wir starten mit dem Einzylinder, dem Aufbau für fast jeden Motorentypen, den wir jetzt besprechen werden. Ein Kolben, der in einem Zylinder hoch und runter geht, nach dem Prinzip Suck, Squeeze, Bang, Pow! Oder auch als Zweitakter oder als Diesel. In dieser Liste nicht sehr wichtig, wir gehen heute nicht darauf ein. Aber das ist der Einzylinder. Zum Beispiel verbaut sehr gerne in ganz vielen verschiedenen Dirtbikes. Ihr denkt, jetzt kommt der Zweizylinder. Na, nicht ganz. Zuerst müssen wir einen kleinen Zwischenschritt machen. Das hier ist der Doppelkolbenmotor. Im Grunde eine Art von Zweizylinder in einem Zylinder. Man sieht hier, es sind zwei Kolben, die gleichzeitig hoch und runter gehen und sich oben aber eine Brennkammer teilen. Und dieser Motorentyp war zum Beispiel in der originalen Iso Isetta verbaut, bevor sie von BMW gekauft wurde. Jetzt geht's zum Reihenmotor, dem so ziemlich am meisten verbauten Motorentypen in Autos. Ein Zweizylinder-Reihenmotor ist nicht das gängigste der Welt, aber wurde tatsächlich damals im alten Fiat 500 verbaut. Ein rein Dreizylinder wird heutzutage schon sehr viel mehr verbaut, vor allem in sehr kleinen Fahrzeugen, wie zum Beispiel dem Toyota Yaris GR oder auch lustigerweise dem Koenigsegg Gemera, in dem er 600 PS produziert. Okay, jetzt der vorhin angesprochene Reihen-Vierzylinder. Und das ist so ziemlich in jedem kleineren Kompaktfahrzeug drin, wie zum Beispiel auch meiner Alfa Romeo Giulietta. Ah, der gute Reihen-Fünfzylinder. Wer kennt ihn nicht aus Autos wie dem Audi Quattro mit seinem super ikonischen und sehr speziellen Sound. Der rein Sechszylinder ist ein Motor für Enthusiasten der 90er Jahre. Vor allem verbaut wurde nämlich dieser in Klassikern wie der Toyota Supra, dem Nissan Skyline oder auch dem BMW M3. Reihen 7 Zylinder gibt es eigentlich fast gar nicht. Es liegt daran, dass es keinen Sinn macht, den eh schon perfekt laufenden Reihen 6 Zylinder um einen Zylinder zu verlängern, effektiv für fast gar nichts. Dennoch gibt es Reihen 7 Zylinder, einmal in dieser Custom Kawasaki KH606 von einem gewissen Simon Whitlock, über den wir später noch reden werden, oder unter anderem für Akko Sisu Traktormotoren. Ich habe keine Ahnung, wieso die Reihen 7 Zylinder haben wollten. Reihen 8 Zylinder sind vor allem beliebt gewesen in den 1920ern und 30ern für Rennmotoren oder für Motoren für sehr große, luxuriöse Autos mit einer sehr langen Motorhaube. Ein Rennfahrzeugbeispiel wäre zum Beispiel der Alfa Romeo P3. Und ich glaube, man kann sehen, wieso wir den Motor heute nicht verwenden, weil die Motorhaube ist ungefähr 2 Kilometer lang. Für Autos ist jetzt soweit eigentlich Schluss, aber es gibt noch ein paar mehr. Ein Reihen 9-Zylinder-Motor in einem Schiff, nämlich ganz genau als MAN49-60DF-Motor. Es gibt auch Reihen 10-Motoren in Zügen, wie zum Beispiel der TR10 Cargo Train. Reihen 11-Zylinder überspringen wir, Reihen 12-Zylinder, da gibt es etwas sehr Interessantes. In den späten 1920ern, kurz vor dem Crash des Stockmarkets, haben viele amerikanische Luxusfirmen experimentiert mit den größten und beeindruckendsten Motoren, die es jemals in Autos gegeben hat. Unter anderem hat Packard 1929 in einem ihrer Fahrzeuge einen Reihen 12-Zylinder ausprobiert. Der letzte Entry für unsere Reihenmotoren ist ein Reihen 14-Zylinder, welcher in Emma Maersk-Schiffen mit Wärtsilä Sulzer FTA 96C-Motoren verwendet wurden. Ich muss das alles ablesen, keine Chance, dass ich mir das jemals merken könnte. V-Motoren, die anderen sehr weit verbreiteten Motorentypen. Im Grunde ist ein V-Motor nur das Zusammensetzen von zwei Blöcken in einer V-Formation mit einer einfachen Kurbelwelle, welche beide Seiten antreibt. Das erste Beispiel dafür ist ein V-Twin-Motor. Sehr offensichtlich zum Beispiel in vielen Harley-Davidsons. Etwas seltsam würde erscheinen, dass es etwas wie einen V3 geben könnte.
Denn es würde ja bedeuten, dass zwei Zylinder auf einer Bank und ein Zylinder auf der anderen Bank wären, welche irgendwie so zusammenstecken. Aber das gab es tatsächlich in Motorrädern, genau zu sein in der Honda NS500. V4 sind bei weitem nicht so weit verbreitet wie Reihen-Vierzylinder. Liegt einfach daran, dass der Reihen-Vierzylinder sehr viel einfacher zum Produzieren ist. Dennoch gab es ein sehr interessantes Beispiel für den V4, nämlich den Porsche 919 LMP1 Hybrid. Und jetzt geht's zum V6. Nein, V5. Genauso wie beim V3 gibt es auch ein V5-Beispiel mit drei Zylindern in einer Reihe und zwei Zylindern in der anderen. Um genau zu sein, war es ein sehr bekanntes Beispiel, denn es war in der Honda RC211V, einem MotoGP-Bike, das Valentino Rossi mehrere Fahrertitel einfuhr. Jetzt geht's zum V6. Und er ist in vielen sehr kleinen Sportwagen zu finden, der Nissan Z, der Nissan GT-R und viele, viele weitere. Ach, der gute alte V8-Motor. Verbreitet mittlerweile in so vielen Fahrzeugen, ob Luxus oder die klassischen amerikanischen Muscle Cars, wie dem Ford Mustang, dem Chevy Camaro, dem Dodge Challenger und viele, viele weitere. Als nächstes V10. Mein Lieblingsmotor, wenn es um Sound geht, unter anderem zu finden im Lamborghini Huracan, Audi R8 oder in der Dodge Viper. Wenn jemand ein Luxusauto oder einen Sportwagen mit sehr viel Leistung haben möchte, dann benutzt er höchstwahrscheinlich einen V12. Die Top-of-the-Line-Modelle von sowohl Lamborghini als auch Ferrari benutzen beide große V12-Motoren. V14-Motoren sind genauso selten zu finden wie Reihen-7-Zylinder-Motoren, deswegen sind sie auch nur in Schiffen zu finden, wie zum Beispiel in der Norwegian Spirit oder der Explorer Dream mit MAN V14-Motoren. Es gibt ein paar V16-Beispiele in Autos. Ein paar davon sind damals in den 1930ern gewesen, wo die einzige Methode, um mehr Leistung zu bekommen, mehr Zylinder waren. Deswegen haben unter anderem Autos wie der Auto-Union Typ C einen V16-Motor. Ein etwas neueres Beispiel dafür wäre der Cicetta V16T. Die komplett legalen V18-Motoren sind eigentlich nirgendwo zu finden. Außer in dem Bellatz 75-600 Minentruck. Und in diesem Mini Cooper. Genauso auf großen Kiesplätzen zu finden ist der Caterpillar 797F Dump Truck mit einem V20. Und zuletzt haben wir den V24, weil natürlich hat jemand damit experimentiert, zwei V12 aneinander zu packen. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel Maybach, welche um die Jahrtausendwende experimentiert hatten, ob es möglich wäre, einen V24 in ihren großen Frachtern an Autos zu verpacken. Wir hatten Reihenmotoren, wir hatten V-Motoren. Jetzt ist es Zeit, sie zu verbinden. Dies sind VR-Motoren. Im Grunde sind VR-Motoren V-Motoren mit einem sehr, sehr kleinen Winkel zwischen den Zylindern, sodass es möglich ist, dass die Zylinder in demselben Kopf enden, wodurch sie weniger kompliziert werden. Die bekanntesten Beispiele dafür sind von der Volkswagen Group, aber zuerst reden wir über den VR4. Welcher bereits in den 20er Jahren von Lancia gebaut wurde und als bekanntestes Beispiel in der Fulvia verbaut wurde. Jetzt haben wir den VR5, der erste Volkswagen Group Motor, und im Grunde war es nur ein VR6 mit einem Zylinder abgeschnitten zu finden, damals im Bora. Der bereits angesprochene VR6 Motor zu finden in vielen Golf-Versionen oder im Corrado hat einen so einzigartigen Sound im Vergleich zu V6-Motoren, dass sie ein Fan-Favorite sind. Weiter hat sich Volkswagen mit VR-Motoren in ihren Straßenautos nicht ganz getraut. Lancia jedoch hatte damals im Lancia Tricapa noch einen VR8 verbaut. Eine der interessantesten kleinen Sportwagenmotoren, vielleicht habt ihr den mal auf DriveTribe gesehen, ist ein VR10, welcher
in einem Knorr Type D GT Syracuse verbaut wurde. Der letzte VR-Motor, den ich zumindest gefunden habe, war ein VR12. Es gibt davon leider keine Bilder, denn es war nur in einem Konzept des Lancia Tricapas auf der 1919er Pariser Autoshow zu sehen, wo natürlich keine Fotografen da waren, die es fotografiert haben. Als nächstes Boxermotoren. Man nehme zwei Reihenmotoren und steckt sie entgegengerichtet voneinander zusammen mit einer Kurbelwelle in der Mitte. Boxer-Zweizylinder sind sehr beliebt in Motorrädern. Das bekannteste Beispiel dafür sind die bekannten BMW Boxer-Bikes. Boxer-Dreizylinder soll es in einem Humbler-Motorrad von vor 80, 90 Jahren gegeben haben. Dafür habe ich jedoch nicht wirklich Beweise gefunden, weder in Kaufkatalogen von damals noch irgendwo anders. Was es definitiv gibt, sind Boxer-4-Motoren. Jeder Subaru-Fan wird jetzt schreien, yes, mein Motor! Genau, in den meisten Imprezas WRX ist ein Boxer-4-Zylinder verbaut. Der andere am meisten verbaute Boxermotor ist der Boxer-6-Zylinder. Und zwar in jedem 911er Porsche, von dem es ja mittlerweile auch schon Millionen Exemplare gibt. Porsche ist tatsächlich Vorreiter für viele Boxermotoren. Sie waren auch diejenigen, die einen Boxer 8-Zylinder in ihr Formel 1 Auto und ihren Langstrecken Porsche 908 gepackt haben. Das einzige Mal, wo ich jemals von einem Boxer 10-Zylinder gelesen habe, ist in einem alten Experiment von Chevrolet, in dem sie vom Boxer 6-Zylinder bis zum Boxer 12-Zylinder jeden Motorentypen ausprobiert haben und somit überliefert, gab es einen Boxer 10-Zylinder in einem Chevy Impala, welcher dann auf Frontantrieb umgebaut wurde, als Experiment, ob dieser Motor funktionieren würde. Ich weiß nicht, ob es dieses Fahrzeug heute noch gibt, ich würde es liebend gerne sehen. Was es aber zu sehen gibt, sind Boxer 12-Zylinder. Und ich schätze, an dieser Stelle ist es am besten, wenn ich ganz kurz den Unterschied erkläre zwischen echten Boxern und 180 Grad V-Motoren. Der Unterschied liegt in der Kurbelwelle. Während ein echter Boxer seine gegenüberliegenden Zylinder symmetrisch zueinander bewegt, bewegen sich die gegenüberliegenden Zylinder in einem 180 Grad V-Motor in Unison zueinander. Diese Fake V12 waren sehr beliebt bei Ferrari unter anderem oder auch bei Porsche, denn der bekannte Porsche 917 ist tatsächlich kein echter Boxer 12-Zylinder. Der einzige echte Boxer 12 ist tatsächlich der Subaru Formel 1 Motor im Coloni C3B. Das letzte Beispiel, das ich für Boxermotoren habe, ist ein Boxer 16-Zylinder. Porsche hat, bevor sie in die Can-Am gegangen sind, rumexperimentiert mit verschiedenen Motorentypen, ob ein 16-Zylinder-Boxermotor als Sauger vielleicht besser wäre als ein 12-Zylinder-Boxer mit Turbos. Am Ende haben sie die 12-Zylinder genommen, da es mehr Potenzial für mehr Leistung gab. Aber dieses Porsche-Exemplar ist tatsächlich manchmal im Museum noch zu sehen. Wer jetzt noch dran ist, wird sich freuen, denn jetzt kommen die verrückten, komplizierten, verdrehten Motorentypen. Wir beginnen im wahrsten Sinne verdreht, denn wir schauen uns einen Gegenkolbenmotor an. Diese Motorentypen sind eigentlich sehr effizient, da es keine Köpfe, keine Ventile gibt und diese Motoren meistens dieselbetrieben waren, da dies ein perfekter Motorentyp für die Selbstzündung in einem Dieselmotor ist. Wir beginnen mit einem Einzylinder-Zweikolbenmotor, welcher zu sehen war bereits 1882 in dem Atkinson Differential Motor. Ein Beispiel für einen Zweizylinder-Vierkolbenmotor ist der Errol Johnson C1900 Dogcart von 1902. Ein bekannteres Beispiel für einen Gegenkolbenmotor ist der Commer TS3, was ein Bus war, der aber auch als Renntransporter diente, mit einem Dreizylinder-Sechskolben-Gegenkolbenmotor. Wenn man Gegenkolbenmotor in Google eingeben würde, würde man am ehesten diesen hier finden. Dies ist der Cummins Ace, was für Advanced Combat Engine steht und ist ein Motor, den Cummins für das Militär gebaut hatte. Ein
Vierzylinder 8 Kolben Dieselmotor. Ein anderes Beispiel für einen Vierzylinder 8 Kolben Motor ist der Gobron Brier 110 Horsepower. Das erste Fahrzeug, welches über 100 Meilen pro Stunde fuhr, 1905, oder ein von In-Engine gebauter One-Stroke. Ich habe vorher am Anfang gesagt, wie Motoren größtenteils entweder auf einem Two-Stroke- oder Vier-Stroke-Prinzip, also Suck, Squeeze, Bam, Eject, basieren. Dieser Motor jedoch ist ein One-Stroke. Ich habe keine Ahnung, wie zur Hölle das funktionieren sollte, aber es ist ein Gegenkolbenmotor, welcher zum Testen in einem Mazda MX-5 getestet wurde. Yep. Es gab auch ein Beispiel für einen 5-Zylinder-Gegenkolbenmotor. Und zwar, ich hätte das nicht gedacht, in dem T-64 Panzer. No idea why. Und zuletzt, für Fahrzeuge zumindest, haben wir einen 6-Zylinder-Gegenkolbenmotor, der unter anderem zu finden ist in entweder im Gobron Brier 7090 Tourer oder als Junkers Jumo 204 Motor im Blum & Voss BV-138 Flugzeug. Die leitenden Entwickler heutzutage für Gegenkolbenmotoren sind Fairbanks Morse mit ihrem 38 1/8 Motoren, unter anderem als 4-Zylinder, 5-Zylinder, 6-Zylinder, 8-Zylinder, 9-Zylinder, 10-Zylinder und 12-Zylinder. Vergesst nicht, zu jedem Zylinder gehören hier 2 Kolben. Dies waren alle Gegenkolbenmotoren mit 2 Kurbelwellen. Es gibt noch ein paar sehr verrückte Beispiele mit 3 Kurbelwellen. Und zwar der Napier Deltic Motor. Dieser Motor ist exklusiv in Großfahrzeugen zu finden, unter anderem in Zügen. Einmal als Baby Deltic mit 9 Zylindern, somit 18 Kolben, in der EE Class 23, einem kleinen Zug, oder in der Hunt Class HMS Ledbury als großer 18-Zylinder-Motor. Wie sage ich das jetzt am besten? Es gibt einen Gegenkolbenmotor auch mit 4 Kurbelwellen. Dies gab es jedoch nur einmal, und zwar als Junkers Jumo 223 Motor. Ein Experimentalmotor gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, der jedoch nie in Produktion kam, da sie zu spät dran waren. Ja, und dann gibt es noch dieses verrückte Beispiel. Jemand hatte gedacht, wieso 2 Kolben aufeinander zukommen lassen, wenn man auch 3 Kolben aufeinander zulassen kommen könnte. Dies ist der Michaels Motor, gebaut in den frühen 30er Jahren, und es ist ein 4-Zylinder 12-Kolben-Motor. Yay! Okay, zurück zu ein bisschen was Normalerem. Das hier ist ein U-Motor, was im Grunde 2 Reihenmotoren sind, die nebeneinander angeordnet sind, mit 2 separaten Kurbelwellen, welche jedoch meistens durch Zahnräder miteinander verbunden sind. Beispiele für U-Motoren sind unter anderem so klein wie U2-Motoren als Tandem-Twin in der Kawasaki KR250. Das nächste Beispiel, auch bekannt als Square-Motor, ist ein U4 in der Suzuki RG500. U6 überspringen wir und schauen uns mal U8-Motoren an, der damals bei Matra einmal in einem Konzept zur Verwendung kam. Matra hatte damals den Baghera mit einem kleinen 4-Zylinder-Motor und sie wollten mehr Power. Somit hatten sie die Idee, wir packen einfach 2 von unseren kleinen 4-Zylinder und packen sie nebeneinander. Das gab es jedoch nur in einem Konzept und war nie in Serie produziert worden. U12-Motoren gibt es auch noch. Es gibt 2 bekannte Beispiele davon, unter anderem der Fiat 806, ein Rennwagen aus den 20ern, welcher einmal fuhr, einmal gewann und sich Fiat dann zurückzog. Oder der Sherman M4A2 Panzer. Anscheinend haben sie gedacht, es wäre die beste Möglichkeit, den kleinen Platz für den Motorraum wirklich komplett auszufüllen. Merkt euch den Sherman Panzer, wir werden ihn später nochmal sehen. Zuletzt für U-Motoren haben wir noch einen U16. 2 8-Zylinder-Reihenmotoren, welche sowieso schon lang sind, nebeneinander, damit man wieder mehr Zylinder hat, denn mehr ist besser, wie wir ja wissen. Beispiele dafür sind entweder
Der Duray U16, das war ein Indica, oder der Bugatti Typ 45, auch ein Rennwagen. Boah, ich muss kurz was trinken, ey. Diese Pause ist gesponsert von mir selbst. Braucht ihr einen Fotografen, Videografen oder Illustrator? Gefällt euch das hier, das da oder das dort? Dann besucht www.bespoke-exposures.de. Da gibt es nämlich noch viel mehr. Arbeitet mit mir und ihr bekommt maßgeschneiderte Medien für angebrachte Preise. Bespoke Exposures, deine Lösung für hinter der Kamera. Was passiert, wenn wir zwei Boxer aufeinander platzieren für einen sogenannten H-Motor? Das gab es auch. Und wir haben wieder ein sehr kleines Beispiel, nämlich ein H4, der kleinstmögliche H-Motor überhaupt, in der Brough Superior Golden Dream. Man könnte wieder denken, es sei ein einfacher Boxermotor, aber dann sieht man wieder die zwei separaten Kurbelwellen. Das bekannteste Beispiel für einen H-Motor ist wohl ein H16, welcher in der Formel 1 verwendet wurde, im Lotus 43. Im Grunde gibt es diesen Motor nur, weil in der Saison 1966, der ersten Saison, nachdem sie von 1,5 auf 3 Liter Motoren umgestiegen sind, einen Motor gebraucht haben und keiner einen passenden 3 Liter Motor rumliegen hatte. Wenn wir einmal weg von Autos gehen, finden wir einen von Napier gebauten H24 in dem Hawker Tempest Mark V Jagdflugzeug. Und zum Schluss haben wir noch den hier. Das ist der Glöckner Humboldt Deutz DZ27, ein H32 Motor. Als nächstes schauen wir uns W-Motoren an und hier wichtiger Unterschied, wir reden nicht von den Volkswagen W-Motoren, die kommen später. Wir reden von echten W-Motoren. 3 Reihen von Zylindern, welche somit ein W ergeben. Wir beginnen mit dem W3. 3 Zylinder, die nebeneinander angeordnet sind, unter anderem zu finden in der Blériot 11, einem sehr alten französischen Flugzeug, oder auch in dem Feuling W3, einem Bike, ist das eben einen zusätzlichen V-Twin-Zylinder mehr hat. Ein Auto! Dies ist der Rumpler Tropfenwagen, ein Konzept der frühen 20er für aerodynamische Karosserie, welches einen W6-Motor drin hatte, weil er lag halt so rum. Bei einem W9-Motor gibt es kein Fahrzeugbeispiel, aber es gibt ein Motorbeispiel, nämlich der Atom Racing W9 Motor. Für W12 gibt es wieder ein paar Autobeispiele, nämlich den Napier Railton, ein Rekordfahrzeug aus den 30ern, oder der Life L190, das schlechteste Formel 1 Fahrzeug, das es je gegeben hat. Dieses Fahrzeug hält den Rekord für den größten Abstand zum Führenden im Qualifying mit 5 Minuten 12 Sekunden oder so. Der Bugatti Veyron hatte ja bei seiner Einführung bekannterweise einen W16, ich verspreche, wir reden gleich drüber. Tatsächlich hatte aber das Konzept davor, der Bugatti Veyron oder auch der Bugatti Chiron von 1990, einen W18 Motor, also 3 Reihen 6 Zylinder jeweils in einer Reihe. Aufzufinden ist dieser Motor in den anderen Bugatti Konzepten von damals, nämlich der EB118 und der EB218. Dann haben wir bei den W-Motoren noch den W24, welcher von Duesenberg gebaut wurde und in dem Rennboot Notre Dame damals verbaut wurde, der größte dreireihige W-Motor, den es gab. Es gab jedoch auch vierreihige W-Motoren, jedoch nicht viele. Es gab einen W4 in dem Trojan & Nagel Torpedo, einem kleinen Mini-Motorrad. Dann gab es noch einen W16 in dem Jimenez Novia, einem One-Off Supercar aus den 90ern, und einen W24 in dem Fischer P
75 Eagle oder der XP-58 Lightning, zwei Konzeptflugzeugen aus dem späten Zweiten Weltkrieg. Wisst ihr noch, als ich euch gesagt habe, ihr sollt euch den Sherman-Panzer merken? Ja, denn hier ist er wieder. Und zwar mit einem der kompliziertesten Motoren, den ich je gesehen habe. Dies ist auch ein W-Motor. Jedoch ein W-Motor mit 5 Reihen. Es ist ein W-30-Motor, denn sie haben wohl gedacht, dass ein U-12 ihnen nicht kompliziert genug gewesen ist. Ein W-30! Stellt euch vor, ihr müsstet die Zündkerzen wechseln. Jetzt kommen wir zu den Volkswagen-W-Motoren. Der Grund, wieso diese etwas anders sind, ist wieder der VR-Motor, den ich vorher angesprochen hatte. Denn die Volkswagen-W-Motoren haben nur 2 Zylinderköpfe. Jedoch haben sie sozusagen 4 Reihen an Zylindern. Das kleinste Beispiel für diesen Doppel-VR-Motor ist ein W8, welcher nur in einem Fahrzeug verbaut wurde, und zwar in dem Volkswagen Passat W8. Dies ist dieselbe Generation Passat, die ich damals in der 500-Euro-Challenge verwendet hatte. Jedoch glaube ich, ich hätte dieses Fahrzeug nicht so günstig bekommen wie meinen damals. Bei dem Volkswagen W10 gibt es sehr viele Gerüchte. Und vor kurzem erst kamen ein paar Bilder ans Licht, die bestätigen, dass es diesen Motor gegeben hat. Unter anderem, interessanterweise, hat Volkswagen ihren W10 ausprobiert, und zwar in einem BMW M5 E39, weil kein VW damals stark genug war, um die 500 PS, die dieser Motor produziert hatte, auszuhalten. Also haben sie einen E39 gekauft, haben den V8 raus und haben ihren Motor rein. Tatsächlich wurde dieses Auto danach später auch noch als Firmenwagen benutzt und wurde dann vor kurzem erst versteigert, wodurch die gesamte Story des Volkswagen W10s überhaupt ans Licht kam. Jedoch haben sie leider den W10 nie gebaut, weil sie hatten ja bereits den W12, welcher in unter anderem dem Bentley Continental GT mit 2 Turboladern zusätzlich verbaut wurde. Und als Prachtstück der VRW-Motoren gibt es natürlich noch den W16, welcher in Autos wie dem Bugatti Veyron, Chiron und allen anderen Varianten verbaut wurde. Wir haben gesehen, was passiert, wenn man 2 V-Motoren aneinander packt. Was passiert aber, wenn wir die 2 V-Motoren parallel zueinander verpacken? Nun, dann bekommt man das hier, einen X-Motor. Der kleinstmögliche X-Motor ist ein X4. Und es gibt aktuell eine Firma, Revitec, die mit einem X4-Motor rumexperimentiert. Von allen Herstellern hätte ich nicht gedacht, dass Ford von allen mal einen X-Motor in Serie bauen wollte. Aber hier ist er. Ein Ford X8-Motor, welcher damals in Serie in Produktion in den Ford Model-Modellen verkauft werden sollte. Ein tatsächlich gebautes Fahrzeug mit einem X8-Motor ist der Hoffman X8 von 1935. Ein Beispiel für einen X12, also jeweils 3 Zylinder in der Reihe, ist der Armata T14 Panzer. Wieso sind die seltsamsten Motorentypen immer in Panzern zu finden? What? Why? X16 Motoren finden wir in der Avro Aldershot oder in der Blackburn Kubaru. Ich hätte schon fast Buckaroo gesagt, das klingt so australisch. Erinnert ihr euch noch an den Connaught VR10, den ich vorgestellt hatte? Nun, die Firma, die den herstellt, eine Firma namens BDI, hat auch 2 von diesen Motoren genommen und hat's zusammengepackt zu einem X20. Währenddessen kann ein X24-Motor in dem Avro Manchester Bomber gefunden werden. Ich habe vorher gesagt, den X-Motor könnte man auch als Vierzylinder-Sternmotor betrachten, wenn die Zylinder genau symmetrisch zueinander sind. Nun,
Es gibt Beispiele für Sternmotoren in Automobilen tatsächlich. Und sehr viele in Flugzeugen. Und wir gehen jetzt durch alle durch. Unter anderem finden wir einen Dreizylinder-Sternmotor in dem sogenannten Fallon Car. Oder, neueres Beispiel, einem Porsche 356 Outlaw. Hier sieht man, wie zwei von den Zylindern unten leicht rausstehen. Es gibt 5-Zylinder-Sternmotoren in dem Messerschmitt P511 oder auch in dem Porsche Typ 12. 6-Zylinder-Sternmotoren gab es in dem Julian Fleetwood Sport Coupe. Hier ein Beispiel, wie das Ganze aussieht. Das wohl bekannteste Sternmotorauto ist wohl dieser umgebaute Plymouth Truck von 1939 mit einem 7-Zylinder-Sternmotor. Es gibt aber auch ein Beispiel, wo ein 7-Zylinder-Sternmotor in einem Motorrad-Chopper verbaut wurde, von JRL. Ein Beispiel für einen 8-Zylinder-Sternmotor, welcher nicht so häufig überhaupt gebaut wurde, gibt es auch, und zwar der Guidobaldi. Was aussieht wie ein Auto aus den 1930ern und nach 1930er-Regeln gebaut wurde, jedoch in den 50ern erst fertig wurde. Es ist ein Einzelstück und es ist auch ein Rennwagen, der sich in der Kurve neigt wie ein Motorrad. Wisst ihr noch der Sherman-Panzer? Hier ist er erneut. Als M4A1-Version diesmal hatte nämlich der Sherman-Panzer auch einmal einen 9-Zylinder-Sternmotor verbaut. Ich glaube, dass die bei Sherman einfach nur jeden Art von Motor mal da verbauen wollten, denn es gab den Sherman-Panzer auch mit traditionellen V-Motoren. Ein weiteres Beispiel für einen 9-Zylinder-Sternmotor ist ein Goggomobil? What? Ein 10-Zylinder-Sternmotor gab es dann noch in der Cessna Model AA, ein 11-Zylinder-Sternmotor gab es in der Clerget 11EB, und in 12-Zylinder gibt es von Nordberg einen Stationary-Sternmotor zur Energiegewinnung. Ein riesiger Diesel-Sternmotor. Das Gute an Sternmotoren ist, dass man sie so gut stapeln kann. Dies sind zweireihige Sternmotoren. Wir haben einen 6-Zylinder-Sternmotor, was ein Modellflugmotor ist. Und in diesem Redrop Radial Bike von 1921. Und so ziemlich das letzte Beispiel von einem normalen Fahrzeug mit einem Sternmotor ist das hier. Ein selbstgebautes Motorrad namens Bistella 500, welches einen 10-Zylinder zweireihigen Sternmotor verbaut hatte. Auch selbst gebaut. Danach finden wir einen 12-Zylinder Doppelsternmotor in dem Curtiss H1640 Chieftain. Einen 14-Zylinder in der Focke-Wulf 190, was tatsächlich ein BMW-Motor ist. Und, oh, ich habe ein Auto vergessen. Ich weiß nicht, wie zur Hölle ich mein Lieblingsauto vergessen konnte. Das hier ist der Monaco Trossi. Gott. Dieses Fahrzeug wurde gebaut für den italienischen Grand Prix 1935 und hat einen 16-Zylinder-Sternmotor. Außerdem ist es ein Zweitakter und er hat zwei Kompressoren drauf. 4 Liter, 250 PS. Obwohl sie später die Karosserie um den Motor runtergepackt hatten, hat dieser Motor trotzdem die ganze Zeit überhitzt. Und hatte ich erwähnt, dass dieses Auto Frontantrieb hat? Dieses Fahrzeug ist so fucking ridiculous. Okay, back on track. Weitere Sternmotoren, 18 Zylinder, finden wir in der Lockheed Super Constellation. Und diese Motoren werden bei einem sehr interessanten Sport auch verwendet. Tractor Pulling. Es gibt ein paar Beispiele von Traktoren, wie zum Beispiel Joker oder Wildstar, wo diese 18 Zylinder Sternmotoren verwendet werden. Hier ein Soundbeispiel, weil das muss man mal gehört haben. Come on.
Ja, fucking incredible, oder? Die letzten zwei Reihen Beispiele für diese Motoren sind das Model L Flying Boat, ein 20-Zylinder-Sternmotor, und ein 22-Zylinder-Sternmotor, nämlich der Wright R4090 Cyclone 22. Dreireihige Sternmotoren sind sehr selten. Es gibt tatsächlich nur eine Firma und zwei Beispiele für diese. Und zwar ein 15-Zylinder, der Armstrong Whitworth AM16, und einen 21-Zylinder-Sternmotor, der Armstrong Whitworth AM38. Vierreihige Sternmotoren. Wir haben einen 20-Zylinder Pratt & Whitney R2060 Yellow Jacket Motor. Einen 24-Zylinder zu finden in der Tupolev TU-85. Dann der wohl stärkste Sternmotor, der tatsächlich produziert wurde, der sogenannte Wasp Major, welcher auch in einem Tractor-Pulling-Tractor verwendet wurde, in dem sogenannten Viper-Dinger. Die letzten Beispiele sind ein 36-Zylinder-Sternmotor, der Lycoming XR7755. Und als letztes Beispiel haben wir dann noch einen 256-Zylinder-Sternmotor in diesem Lego Hot Rod. Ein bisschen ein unserious Entry, aber es sind echte Lego-Zylinder, die mit Druckluft betrieben werden und dieser Hot Rod fährt. Zuletzt haben wir noch einen 6-reihigen Sternmotor, zwei verschiedene Beispiele davon, der Wright R2160 Tornado oder auch der Zvezda M503A, welcher auch in einem Tractor-Pulling-Tractor verwendet wurde, namens Dragonfire. Zuletzt für Sternmotoren haben wir dann noch einen 8-reihigen 56-Zylinder-Sternmotor, in den Booten Project 133.1 und Project 21820. Sternmotoren gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Die Sternmotoren, wie ich sie gerade eben genannt habe, welche stationäre Zylinder sind, in denen sich die Zylinder bewegen. Und dann gibt es noch, das nennt sich ein Umlaufmotor, vor allem beliebt im Ersten Weltkrieg, wo die Zylinder sich selber drehen und die Kurbelwelle fest fixiert ist. Und natürlich gibt es auch Autobeispiele dafür. Wir beginnen mit einem Einzylinder-Umlaufmotor, was effektiv nur ein Einzelzylinder ist mit einem Gegengewicht, der sich halt dreht, in dem Serial Pulling Power Wheel. Dann haben wir den Right Rob Radial, ein Motorrad mit einem 3-Zylinder-Umlaufmotor. Hier tatsächlich ein Bild. Witzig bei dem 5-Zylinder-Umlaufmotor ist, er ist sogar sehr, sehr erfolgreich gewesen. Das hier ist die Megola. Ein Motorrad, das im Vorderrad einen 5-Zylinder hatte, der mit dem Rad dreht, somit ein Umlaufmotor. Und dieses Motorrad hat 1924 mehrere Rennen gegen traditionelle BMWs, damals mit normalen Motoren, gewonnen. Es war schneller. Und man musste es anschieben, um es anzulassen, weil es hatte weder einen Startermotor noch eine Möglichkeit, es auszumachen. Man musste im wahrsten Sinne den Motor abwürgen, um stehen zu bleiben. Die anderen Umlaufmotoren sind alle Flugzeuge. Wir haben einen 7-Zylinder-Umlaufmotor in dem Blackburn Type D. Wir haben einen 9-Zylinder in der Sopwith Camel. Dieses Flugzeug hier, hier sieht man auch den Umlaufmotor sozusagen in Action. Und einem 11-Zylinder-Sternmotor in dem Siemens Schuppert D4. Und ein 14-Zylinder-Umlaufmotor, was tatsächlich ein doppel-7-reihiger Umlaufmotor war, in dem Depardessen Monocoque, ein Flugzeug, welches damals das schnellste Flugzeug der Welt war, mit einem Speedrekord von 210 km/h. Mann, wir sind weit gekommen. Oh Gott.
Die letzten zwei Motorentypen, die ich vorstelle, sind einfach nur absolut verwirrend, die ich nicht wirklich verstehe. Wir haben zuerst den Axial Piston Engine, auch bekannt als Taumelscheibenmotor, wo im Grunde eine große Scheibe, die hinter den Zylindern ist, sozusagen sich dreht und somit die Zylinder nach vorne und hinten bewegt. Ich glaube zumindest, dass es so funktioniert. Wir haben zwei Beispiele dafür, nämlich einen Axial Piston Engine mit 5 Zylindern, der Duke Engine Prototype, hier zu sehen. Und wir haben einen 6-Zylinder-Taumelscheibenmotor in dem Tilkin-Motorrad von 1957. Dieser letzte Motorentyp ist mir wirklich schleierhaft. Das Ganze nennt sich Rotary V. Sieht so aus. Es sind irgendwie gebogene Zylinder und durch das Drehen bewegt sich es automatisch rein und raus. Es ist ein sehr verwirrender Motorentyp, der nie in Autos verbaut wurde, der aber geplant war, in dem Bricklin SV1 verbaut zu werden. Jetzt haben wir alle traditionellen Single-Piston-Motoren durch. Es gibt aber viele Fahrzeuge, wo mehrere Motoren gleichzeitig verwendet werden, aber separat voneinander. Wir haben einmal zwei Motoren, unter anderem im MTM Bimoto oder im VW Golf Pikes Peak, beides zweimal rein Vierzylinder. Wir haben Beispiele für drei Motoren, einen Custom Panther Roadster von 1985, welcher drei V8 Motoren hatte. Und man könnte jetzt auch sagen, dass der Chaparral zwei J3 Motoren hatte, denn er hatte einen großen V8 zum Antreiben der Räder und zwei Schneemobilmotoren, also Einzelzylindermotoren, zum Betreiben der Fans, um die Luft rauszusaugen. Up to interpretation. Dann gibt es vier Motoren, mehrere Beispiele. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Buick Wagon Master, ein Dragster mit Allradantrieb und vier V8 Motoren. Fünf Motoren. Zurück zu den Pulling Tractors. Cross-Threaded oder Simply Irresistible sind beides Tractor-Pulling Tractors mit 5 großen V8-Motoren. Diese Fahrzeuge haben bis zu 12.000 PS und sind somit die leistungsstärksten Piston-Powered Fahrzeuge der Welt. Dann, wisst ihr noch, wie ich gesagt hatte, ihr solltet euch Simon Whitlock merken? Nein? Gut, ich kann es verstehen, es war ganz am Anfang des Videos beim Reihen 7-Zylinder. Er hat nämlich noch ein anderes Motorrad gebaut, nämlich etwas, das er Tinker Toy nennt. Das hier. Ich weiß, wie verrückt es aussieht. Das war mal ein 3-Zylinder-Bike. Jetzt ist es ein 48-Zylinder-Bike aus 6 Reihen 8-Zylindern. Er hat dieses Motorrad effektiv nur gebaut, weil er wollte den Rekord für das Fahrzeug mit den meisten Zylindern. Das verrückteste Beispiel für die meisten traditionellen Verbrennermotoren an einem Platz ist wohl die Dornier Do X, welche 12 V12 verwendete. Es gibt noch weitere Motorentypen und viele werden jetzt schreien, wo sind meine Wankelmotoren? Nun, ein Wankelmotor ist ja traditionell kein normaler Pistenmotor, aber ich gehe trotzdem drauf ein, weil ich habe ja sonst nichts zu tun. Ein Wankelmotor ist eine drehende Dorito-Scheibe in einem Oval, welches auch nach dem traditionellen Prinzip Suck, Squeeze, Bam, Eject handelt, aber halt in einer drehenden Motion. Genauso wie bei Sternmotoren kann man diese Motoren hintereinander platzieren, deswegen gibt es da verschiedene. Einrotor-Wankelmotoren sind unter anderem in den ersten verkauften Wankelautos, wie zum Beispiel dem NSU Prinz, zu finden. Zwei-Rotor-Wankels sind in dem super bekannten Mazda RX-7 FD oder auch dem NSU Ro 80 zu finden. Drei-Rotor-Wankel gab es in dem Mazda 757B Le Mans und bekannterweise ein Vier-Rotor-Wankel im 787B.
der schreiendste Wankel überhaupt? Dann hat Mad Mike gedacht, 5 Rotorwankel wäre doch was und hat ein Driftauto gebaut, was ein bisschen aussieht wie der 787B. Er nennt es das 787D für Drift. Und dann gibt es noch ein paar Verrückte, die 6 Rotorwankels gebaut haben, wie Pulse Performance, einmal in einem RX-7 und einmal in einem RX-4. Und dann noch das bekannteste Wankelprojekt auf YouTube, der 12 Rotor Tyson Garvin Special Motor. Puh, okay. Oh, Turbinen gibt es ja auch noch. Es gibt ein paar verschiedene Varianten, wie Turbinen hergenommen werden können. Einerseits gibt es die Turbinen als Wellenleistung-Turbinen, heißt, dass die Leistung auf Räder übertragen werden. Beispiele dafür gibt es in Rennfahrzeugen zum Beispiel. Der Lotus 56 hatte eine Turbine, genauso wie das STP Paxton Turbo Car, ein Indycar, oder der Haumet TX, was ein Le Mans Auto war. Das einzige Beispiel für ein Turbinenauto im Straßenverkehr war wohl der Chrysler Turbine, von dem es 50 Stück gab, die random an irgendwelche Leute ausgegeben wurden, um die Alltagstauglichkeit von diesem Auto zu testen. Und dann gibt es noch Beispiele, wo die Wellenleistungsturbine als Generator benutzt wird für Elektromotoren, zum Beispiel der GM EcoJet oder die Konzeptversion des Jaguar CX-75. Tatsächliche sogenannte Turbofan-Turbinen, welche in Flugzeugen zu finden sind, gibt es nicht so oft in Fahrzeugen, verständlicherweise. Keiner will eine 15 Meter lange Flamme aus dem Auspuff haben. Jedoch gab es ein paar Rekordfahrzeuge, die sowas gehabt haben. Am bekanntesten dabei natürlich der Thrust SSC, welcher immer noch den Geschwindigkeitsrekord hält und schneller war als der Schall. Es gibt auch Turbinen-Dragster, hier zum Beispiel Blazing Angel, welcher eben eine große Turbine, ich glaube eines F4 Phantoms hinten drin hat. Und dann neben Turbinen gibt es auch noch welche, die haben fucking Raketen drin. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel der alte Opel Rack 1 Geschwindigkeitsfahrzeug aus ganz frühen Zeiten. Und dann gibt es noch den Dragster Vanishing Point, welcher eine Wasserstoffperoxidflüssigkeitsrakete drin hatte. Ich weiß nicht genau, ob es diese Rakete ist, aber ich weiß, bei Natural Olympics haben wir mal eine gesehen, die mit einer Saturn-Weltraumrakete betrieben wurde. Ich könnte ewig weitermachen. Es gibt noch mehrere Beispiele an verschiedenen Antrieben, verschiedene Elektromotoren, wo aber tatsächlich die Speichermethoden interessanter sind, und Hybridmotoren, wo es eine Verbindung zu einem Verbrenner gibt. Es gibt auch weitere nicht kolbenbasierte Motoren wie den Linear Motor Generator, einen Kugelmotor oder einen Scheibenmotor. Aber wie man wahrscheinlich an meiner Stimme hören kann, ich bin fertig. Ich habe so viel für dieses Video recherchiert und habe so viel investiert. Ich habe jetzt bestimmt 2 Stunden aufgenommen und jetzt brauche ich erstmal einen Tee. Außerdem sind alle meine SD-Karten jetzt voll. Wenn ihr bis jetzt noch anguckt, dann schreibt doch in die Kommentare so einen lustigen Kommentar wie, keine Ahnung, schreibt Route 66 in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, und driftet daran über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf den Like-Button, es blinkt schon, dass die SD-Karte gleich komplett voll ist. Ich sehe euch in den nächsten Videos. Ciao!